بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir wollen heute weitermachen inshallah mit der Sura Al-Mumtahana oder Al-Mumtahina, und zwar Teil 2. Wir werden die Sura in drei Teile unterteilen und heute inshallah ta'ala machen wir mit dem Teil Nummer 2 weiter. Wir hatten letzte Woche eine allgemeine Einleitung zur Sura gemacht, den Namen der Sura beschäftigt, warum es zwei Möglichkeiten gibt, den Namen auszusprechen, also Al-Mumtahana oder Al-Mumtahina. Ebenfalls haben wir über den Hintergrund der Sura gesprochen gehabt und auch gesagt gehabt, dass die Sura nach einem ganz konkreten Ereignis auch offenbart wurde. Nach welchem Ereignis war das dann nochmal gewesen? Und wann war das gewesen? In welchem Jahr? Könnt ihr euch erinnern? Sura Al-Mumtahana oder Al-Mumtahina. Nach welchem Ereignis, historischem Ereignis, wurde diese Sura offenbart? Wer kann sich erinnern? Weißt du noch? Ja, nach dem Abkommen von der Hudaybiyah, richtig. Und zwar im Jahr 6 nach der Hijra. Im Jahr 6 nach der Hijra. Und wir können davon ausgehen, dass die Sura auf jeden Fall vor der Eroberung von Mekka offenbart wurde, im 8. Jahr, und nach Al-Hudaybiyah, also irgendwo dazwischen. Und wir hatten ja letztes Mal auch das Offenbarungsereignis oder den Offenbarungsanlass, den Sebab al-Nuzul, für gerade auch die erste Ayah besprochen gehabt. Und zwar, dass ein Sahabi, dem Namen Hatib ibn Abi Balta'a, einer Frau eine Nachricht geschickt hat nach Mekka, um seine Familie zu warnen. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Offenbarung erhielt. Und dann Ali ibn Abi Talib mit einigen anderen Sahabis zu dieser Frau schickte und sagte auch, wo sie sich befindet. Und sie aufforderte, die Nachricht zurückzuhalten. Ich habe heute noch mal ein bisschen auch gelesen, interfassiert, was ich auch gelesen habe, ist, dass es hier Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten gibt, wann das war. Wir hatten ja letztes Mal erwähnt gehabt, dass das kurz vor der Eroberung von Mekka war. Und das ist die Meinung der meisten Gelehrten. In dem Tafsir von Tahir ibn Ashur, Taqrir und Tanwir, ist auch ein bekannter Tafsir, geht er eher davon aus, dass es sich hierbei um die Zeit vor noch dem Abkommen von Al-Hudaybiyah handelt. Das heißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorhatte, nach Mekka zu ziehen, um die Umrah zu vollziehen, aber nicht wollte, dass die Mekkaner Bescheid wissen, um sie auch in gewisser Weise dann vor vollendete Tatsachen zu stellen. Und dann aber, ja, Hatib ibn Abi Balta'a diese Frau dorthin schickte, um dann seine Familie zu warnen. Das ist ebenfalls eine Meinung, die es gibt. Also haben wir jetzt hier auf jeden Fall einen Offenbarungsanlass. Wir wissen, dass es um das Jahr 6 nach der Hijra herum offenbart wurde, aber auf jeden Fall vor dem Jahr 8 nach der Hijra. Und dann haben wir aufgezeigt gehabt, was das Hauptthema dieser Sura ist. Worum dreht sich diese Sura? Um welche wichtige Frage? Um welche wichtige Frage dreht sich Sura Al-Mumtahana oder Al-Mumtahina? Was steht so im Vordergrund? Wir haben da auch einen Begriff genannt gehabt. Dieser Begriff ist unglaublich wichtig. Wir werden heute auch nochmal explizit darauf eingehen, weil das sehr, sehr wichtig ist, dieses Thema. Ich habe gerade auf dem Wiki her mal so was gehört, YouTube-Video gehört unterwegs. Und es ist so ein Gespräch zwischen einem Muslim und einem Ex-Muslim. Interessant ist, dass halt gerade auch immer wieder Islamkritiker, insbesondere Leute, die vielleicht vorher sogar Muslime waren und dann vom Islam abgefallen sind, weniger, aber es gibt sie auch, und die dann anfangen,
in der Öffentlichkeit den Islam zu kritisieren. Einer davon ist dieser Irfan Piric, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, war früher in der Dschihadisten-Szene zuständig gewesen und verantwortlich gewesen, auch hier in Berlin, soweit ich weiß, hat aber auch gleichzeitig für den Verfassungsschutz gearbeitet. Also sehr merkwürdige Gestalt und ist jetzt aber Christ und hetzt gegen den Islam. Ja? Gut, es gab ein sehr interessantes Gespräch zwischen einem Bruder, der heißt Enes, der hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, und ihm vor ca. einem Monat, hat man das gerade mal angehört, und da wird auch mal wieder dieses Thema, ja, was, um was es eigentlich in dieser Sure geht, auch hervorgehoben. Welches Thema ist das? Erinnert ihr euch? Na, bitte. Ja, dann melde dich. Nicht melden. Ja. Wala und Bara, richtig. Al-Wala wal-Bara. Das heißt, Loyalität und Lossagung. Loyalität und Lossagung. Und diese Sure beginnt ja in der ersten Aie gleich damit, dass man sich ganz klar und deutlich von den Feinden des Islam, die einen bekämpfen und bekriegen, lossagen muss. Und wir wiederholen diese Ayah nochmal in der, sozusagen, im Original und in der Übersetzung. Ja, ayyuhal ladhina amanu. Die Ayah hatten wir schon besprochen gehabt, deswegen werden wir jetzt nicht näher darauf eingehen, damit wir fertig werden heute. Ja, ayyuhal ladhina amanu. La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq. Und ihr glaubt, nehmt nicht meine Feinde und eure Feinde zu Schutzherren, indem ihr ihnen Zuneigung entgegenbringt, wo sie doch das verleugnen, was von der Wahrheit zu euch gekommen ist. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Jetzt bin ich verrutscht hier. Und den Gesandten und euch selbst vertreiben, weil ihr an Allah, euren Herrn, glaubt. Und dann heißt es, ja, in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa btigha mardati. Nehmt sie nicht zu Schutzherren, wenn ihr wirklich ausgezogen seid zum Abmühen auf meinem Weg und im Trachten nach meiner Zufriedenheit. Tusirruna ilayhim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Tut das nicht, indem ihr ihnen heimlich Zuneigung zeigt, wo ich doch besser weiß, was ihr verbergt und was ihr offenlegt. Und wer von euch das tut, der ist fürwahr vom rechten Weg abgehört. Ganz klare Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Bezug auf dieses Ereignis, gerichtet an wen unter anderem? Khatib ibn Abi Balta'a, aber auch an jeden anderen Muslim, der sich in einer ähnlichen Situation befindet. Und Allah ta'ala, er sagt, der ist fürwahr vom rechten Weg abgeirrt. Der macht etwas, nicht nur, dass er abgeirrt ist vom rechten Weg im Sinne von As-Sirat al-Mustaqim, sondern der macht auch etwas, was überhaupt keinen Sinn macht. Und Allah Ta'ala, er erklärt auch jetzt in den darauffolgenden zwei Ayat, warum das keinen Sinn macht. Weil es nämlich ein Widerspruch ist, es ist ein widersprüchliches Verhalten. Du bist gut zu Menschen, die dich bekämpfen. Du bist gut zu Menschen, die dich bekämpfen. Das macht keinen Sinn. Du versuchst, Menschen Loyalität zu zeigen, die dir gegenüber illoyal sind. Du versuchst, eine Beziehung zu Menschen aufzubauen, die hinten herum versuchen, dich mit einem Dolch zu erstechen. Das macht keinen Sinn. Und deswegen, was sagt Allah Ta'ala in der darauffolgenden Ayah, die wir noch nicht besprochen hatten? In yafqafukum yakunu lakum a'da'an. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. Wenn sie auf euch treffen, sind sie euch Feind und strecken gegen euch ihre Hände und ihre Zungen zum Bösen aus. Sie möchten gern, ihr würdet ungläubig. Also sie würden gern, dass ihr vom Glauben abfallt. Sie werden erst mit euch zufrieden sein, wenn ihr keine Muslime mehr seid. Erst wenn ihr euch komplett losgelöst habt vom Glauben, dann sind sie mit euch zufrieden. Und genau das ist das, was wir heutzutage teilweise erleben. Es gibt manche Menschen, auch in dieser Gesellschaft, welche erst bereit wären, die Muslime zu akzeptieren, wenn sie sich komplett losgelöst haben von ihrem Glauben. Sie wollen keine Integration, wo man als Muslim oder auch als eine andere Religionsgemeinschaft seine Identität bewahrt, aber gleichzeitig zu einem festen Bestandteil
der Gesellschaft wird. Nein, was wollen sie? Sie wollen Assimilation, dass du dich komplett auflöst. Dass du eigentlich mit dem Islam gar nichts mehr zu tun hast. Du kannst gerne zu Hause noch ein Gebet machen, aber dass du den Islam nach außen zeigst, lebst, deine Religion versuchst festzuhalten, bewusst deinen Glauben praktizierst, das ist etwas, was dann nicht mehr akzeptabel ist. Und deswegen, es macht keinen Sinn, diese Menschen zufriedenzustellen, weil sie werden nicht zufrieden sein. Allah Ta'ala, er spricht immer wieder im Koran darüber. Und er sagt als Beispiel an anderer Stelle in Surat Al-Baqarah: وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Und weder die Juden noch die Christen werden mit dir zufrieden sein, bis du ihre Mille, das heißt ihren Weg, eins zu eins praktizierst. Und mit Mille ist nicht einfach nur Religion gemeint, sondern ihren Weg. Du kannst gerne vielleicht Muslim sein, aber du musst genauso sein wie wir. Erst dann akzeptieren wir dich. Du kannst dich gerne noch Muslim nennen, aber nur dann, wenn du alles genauso machst, eins zu eins wie wir, dann sind wir bereit, dich zu akzeptieren. Und hier nochmal wichtig, ganz wichtig, nicht, dass ich falsch verstanden werde, weil man kann ganz leicht falsch verstanden werden. Wenn Allah Ta'ala hier von den Juden und den Christen spricht, da meint er damit nicht alle Juden und alle Christen. Sondern der Koran, er differenziert klar und deutlich. Und er zeigt uns das immer wieder auf, gerade auch in dieser Sure zeigt uns Allah Subhanahu wa Ta'ala das klar und deutlich auf. Sondern er spricht über eine bestimmte Gruppe unter ihnen, die nicht bereit sind, dich zu akzeptieren, außer wenn du eins zu eins genau so bist, wie sie es sind. Dann sind sie bereit, dich zu akzeptieren. Aber sonst nicht. Aber auch nur als Anhängsel, als Follower, aber nicht als eigenständige Religion, als eigenständiger Glaube. Und Allah subhanahu wa ta'ala zeigt auf, am Ende, wenn du es versuchst, sie werden versuchen, dir zu schaden, wie sie auch können. Und in der nächsten Ayah zeigt uns Allah subhanahu wa ta'ala auf, dass all dies uns weder in der Dunya noch im Akhirah irgendetwas bringen wird. Das heißt, ich habe weder Nutzen in der Dunya, noch habe ich Nutzen im Akhirah. Weil es gibt eine ganz wichtige Regel. Bestimmte Menschen respektieren sich erst dann, wenn sie sehen, dass du deinen Glauben bewusst praktizierst. Sie respektieren dich erst dann, wenn sie sehen, ah, der hält an seinen Geboten fest. Aber sobald sie merken, du bist nachlässig und du versuchst, es ihnen recht zu machen, verlierst du in ihren Augen jegliche Form von Respekt. Du hast mit anderen Worten verloren. Und in Akhira hast du so und so verloren. Weil diejenigen, denen du versuchst hast, es recht zu machen, oder für die du versuchst hast, das alles zu tun, sie werden sich von ihr lossagen. Hört einmal, was Allah subhanahu wa ta'ala jetzt sagt. لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ. Allahu Akbar. So soll ich mir vorstellen, subhanallah. Du versuchst für deine Familie Kompromisse in der Religion einzugehen. Vernachlässigst deine Religion, deinen Glauben. Vernachlässigst die Gebote Allah subhanahu wa ta'ala. Egal in welcher Weise. Auch unabhängig jetzt von dem Thema Wala und Bara. Du vernachlässigst deine Religion aufgrund was? Deine Familie. Aufgrund bestimmter Menschen, die du gerne hast. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt dir aber, am jüngsten Tag wird dir das alles nicht nützen. Warum? Nicht nützen werden euch eure Blutsverwandten. Und auch nicht eure Kinder. Deine eigenen Kinder können dir nicht einmal nützen, für die du das vielleicht alles getan hast. Du hast dich komplett assimiliert in der Gesellschaft, damit du in irgendeiner Weise angenommen wirst, damit du akzeptiert wirst als guter Muslim. Und dann am jüngsten Tag wirst du davon nichts haben. Warum? Weil diejenigen, für die du das getan hast, von denen wirst du getrennt. Ja, nicht nur getrennt sein, sondern sie werden es dir sogar noch vorhalten. Und sie werden sich von dir lossagen.
Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ. Am Tag der Auferstehung wird er zwischen euch entscheiden, so übersetzt. Oder er wird zwischen euch trennen. Fasala. Wie nennt man auch den jüngsten Tag? Yawm al-Fasl. Der Tag der Trennung, wo die Menschen getrennt werden. Allah Ta'ala, er beschreibt es an unterschiedlichen Stellen im Koran. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. An jenem Tag, wo der Mensch vor seinem Bruder fliehen wird. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. Vor seiner Mutter und seinem Vater. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Und vor seiner Gattin, seiner Gefährtin und seinen Kindern. Warum, ja Allah? لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Jeder wird an jedem Tag eine Angelegenheit haben, die ihm ausreichen wird. يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ. Du wirst getrennt sein von denjenigen, für die du vielleicht eine Religion bereit gewesen bist, aufzugeben, zu vernachlässigen. Das Einzige, was dir am jüngsten Tag etwas bringen wird, ist, dass du deinen Kindern, deinen Menschen, die du liebst, etwas Gutes beigebracht hast. Das ist das Einzige, was dir etwas bringen wird. Und deswegen, subhanallah, wie wird es denn sein am jüngsten Tag mit einem Menschen, der Kinder hatte und seinen Kindern den Koran beigebracht hat? Wird er ebenfalls vor seinen Kindern fliehen an jedem Tag? Nein. Was sagt denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam über einen Vater oder eine Mutter, der oder die oder beide als Eltern ihrem Kind den Koran beigebracht haben? Wie wird ihre Stellung sein am jüngsten Tag? Was werden sie bekommen? Du als Hafiz hast eine Krone bekommen. Was kriegen die Eltern? Hüllat al-Karama. Sie bekommen ein Gewand, das heißt was? Hüllat al-Karama. Das Gewand der Ehrung, der Ehre, der Würde. Und warum? Sie fragen, ja Allah, warum kriegen wir dieses Gewand? Sie sagen, weil ihr eurem Kind den Koran beigebracht hat. Subhanallah. Schaut mal, wie wichtig es ist, dass mir klar ist, das Einzige, was mich meinen Kindern, meinen Liebsten im Akhira nahe bringen wird, ist, dass ich ihnen etwas Gutes beigebracht habe. Und genau hierüber spricht Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu bima ta'maluna basir. Und was ihr tut, sieht Allah wohl. Allah wusste Bescheid, was Hatib ibn Abi Balta'a vorhatte. Und er warnte unseren Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Natürlich, heutzutage gibt es keinen Propheten mehr, der eine Offenbarung bekommt und der die anderen Menschen darüber aufklärt, was du vielleicht im Schädel führst. Aber Allah sieht es. Und alles wird spätestens am jüngsten Tag zum Vorschein kommen. Alles. Allah weiß es, was in deinem Herzen ist. Allah weiß, was du tust, wenn du allein bist. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wenn du vielleicht Menschen hintergehst, vielleicht sogar die Umme hintergehst. Allah kennt deine Absichten. Wallahu bima ta'maluna basir. Und jetzt, nachdem Allah ta'ala über die Nachteile dieses Handelns spricht, in der Dunya und im Akhir. Das heißt, in der Dunya hast du nichts davon, weil diejenigen, für die du das machst, die werden sich gegen dich stellen, die werden sogar versuchen, dich von hinten zu erstechen, mit Worten zu schaden und auch sogar mit körperlich zu schaden. Und diejenigen, für die du das gemacht hast, deine Liebsten, weil du sie warnen wolltest, sie werden am jüngsten Tag sich von dir los sein. Sie wollen mit dir nichts zu tun haben. Also am Ende hast du nichts erreicht. Gar nichts. Und jetzt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala darüber jetzt theoretisch gesprochen hat, gibt er uns Beispiele an die Hand. Weil wir brauchen als Menschen was? Beispiele. Wir brauchen Vorbilder. Ohne Vorbilder können wir als Menschen den Glauben nicht wirklich praktizieren. In allen Bereichen, egal was es für ein Bereich ist, brauche ich Vorbilder. Wenn ich ein Sportler bin, brauche ich Vorbilder im Sport.
Ich brauche Leute, auf die ich aufschauen kann und sagen, oh, ich möchte genauso werden wie er. Wenn ich in der Wissenschaft bin, brauche ich Vorbilder, Leute, an denen ich mich orientieren kann. Wenn ich im Berufsleben bin, brauche ich ebenfalls Vorbilder. Und wenn es um die Religion geht, brauche ich erst recht Vorbilder. Menschen, an denen ich mich orientieren kann, auserwählte Menschen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er gibt uns jetzt ein Beispiel, an dem wir uns als Muslime orientieren sollten. Und zwar handelt es sich hierbei um Ibrahim alayhi salam und diejenigen, die mit ihm waren. Und das waren nicht viele gewesen. Gerade in der Zeit, wo er sich losgesagt hat von seinem Volk, waren das seine Frau Sarah gewesen und sein Neffe Lut alayhi salam. Und sonst nicht mehr. Eine Handvoll Menschen, über die Allah subhanahu wa ta'ala jetzt spricht, aber die für uns alle bis zum jüngsten Tag ein Vorbild sind. Und Allah ta'ala, er spricht hierüber. Und er sagt, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Ihr habt doch ein schönes Vorbild in Ibrahim und denjenigen, die mit ihm waren. Allah spricht nicht nur von einem Vorbild, von einer Uswa, also etwas, was ich nachahmen sollte, etwas, was ich nachahmen sollte, imitieren sollte, kopieren sollte, sondern Allah spricht von einem guten Vorbild. Kann es auch schlechte Vorbilder geben? Ja. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir mehr schlechte Vorbilder haben, denn es gab wahrscheinlich noch nie eine Zeit, wo es so viele schlechte Vorbilder gab, wie in unserer heutigen Zeit. Schlechte Influencer, Menschen, die dich negativ beeinflussen. Gerade für die Jugend sehr gefährlich, auch für die muslimische Jugend sehr gefährlich. Und hier muss ich als Muslim aufpassen, wen nehme ich mir zum Vorbild? Es gibt, wenn wir uns mal auf Instagram umschauen, ja, Seiten mit Millionen von Followern. Und wenn man sich ja diese Seite anschaut, dann merkt man, was ist eigentlich der Inhalt, der dort vermittelt wird. Da ist einfach jemand, auch manchmal eine muslimische Frau, ein muslimischer Mann, das ist ein Muslime, die einfach nur, keine Ahnung, ihre Schönheit zeigen, ihre Reize zeigen, vielleicht sogar mit Kopftuch. Vielleicht sogar mit Kopftuch. Ja? Und Millionen Menschen, meistens Muslime, weil es auch ein muslimischer Influencer ist, folgen diese Menschen und schauen auf ihn auf und wünschen sich genauso zu sein wie er. Das kann ein schlechtes Vorbild sein, dich negativ beeinflussen. Und hier ist ein ganz wichtiger Aspekt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, am jüngsten Tag werde ich Allah sagen, ja Allah, ich habe das so gemacht, weil ich ihm gefolgt habe. Ich habe es gemacht, weil er mir das gesagt hat, weil er es so vorgelebt hat. Und ich dachte, das wäre gut oder darin würde etwas Gutes liegen. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, bei Allah, diese Ausrede wird dir am jüngsten Tag nichts bringen. In keiner Hinsicht. Diejenigen, denen du gefolgt bist im Negativen, sie werden sich von dir lossagen. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Zu dem Zeitpunkt, wenn diejenigen, die gefolgt wurden, sich lossagen von denjenigen, die sie befolgt haben, und sie die Strafe sehen und die Asbab, jegliche Form von Verbindung unterbrochen wird. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا. Und dann werden diejenigen sagen, die sie gefolgt haben, hätten wir doch nur eine Möglichkeit, nochmal zurückzukehren, damit wir uns genauso von ihnen lossagen können, wie sie sich von uns losgesagt haben. كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Allahu Akbar. Und somit zeigt Allah subhanahu wa ta'ala ihnen ihre Taten. حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. Das ist eine Schande über sie. Sie werden es bereuen in diesem Moment. Aber sie werden aus dem Höllenfeuer nicht heraustreten.
Also mit anderen Worten, diejenigen, die du im Schlechten befolgt hast, die werden sich erstens am jüngsten von dir lossagen. Werden sich, ich kannte den nicht mehr. Wer ist das? Das ist einer von mehreren Millionen Followern. Der interessiert mich überhaupt nicht. Ich denke nur an mich in diesem Moment. Der interessiert mich nicht. Wer ist das überhaupt? Noch nie gesehen. Du denkst, dass du irgendeine Rolle in seinem Leben spielen wirst. Du bist ein Nichts für ihn, du bist nur eine Nummer. Nicht mehr und nicht weniger. Aber schau mal, wie er oder sie dein Leben beeinflusst. Du bist nur eine Nummer für ihn. Vielleicht sogar eine Nummer, die sein Kontostand sogar etwas steigen lässt. Das Einzige, was du bist für ihn. Nicht mehr und nicht weniger. Und am jüngsten Tag wird er oder sie sich von dir lossagen. Und du wirst sagen, ja Allah, gib mir eine Möglichkeit, dass ich mich auch lossagen kann. Genauso wie er sich von mir losgesagt hat. Nichts da. Das Einzige, was du an jedem Tag sehen wirst, sind was? Deine Taten. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Und sie werden nicht aus dem Höllenfeuer heraustreten. La ilaha illallah. Nur gerade uns befahren. Und deswegen, gute Vorbilder. Denkt immer daran, wenn ich online etwas mache, es soll immer etwas Gutes sein, eine gute Botschaft. Kann auch lustig sein, kein Problem. Entertainment, kein Problem, aber immer eine gute Botschaft. Und genauso auch diejenigen, denen ich folge, sollten immer Leute sein, die mir etwas Gutes beibringen. Uswa hasana. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. Ihr habt doch ein schönes Vorbild in Ibrahim und denjenigen, die mit ihm waren. Als sie zu ihrem Volk sagten, إذ قالوا لقومهم. Ja, jetzt wollen wir wissen, warum, inwiefern sind sie ein gutes Vorbild. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Wir sind frei euch gegenüber, unschuldig an euch. Also Bura'a und Minkum, das ist eigentlich falsch übersetzt hier. Ja, ich würde es anders übersetzen. Also wir sagen uns los von euch und von dem, dem ihr anstatt Allahs dient. Also wir lagen uns los von eurem Schirk, von eurem Kufr, von dem, was ihr tut. Das war in der Zeit, als Ibrahim a.s. Hijr gemacht hat. Als er noch am Ende mit seinem Vater gesprochen hat und sein Vater ihn vertrieben hat. Wir sagen uns los von euch, wir wollen mit euch nichts zu tun haben, nachdem er die Götzen beschädigt hat in seiner Heimatstadt Ur. Und dann geht er weiter. Uns klar und deutlich. Kafarna bikum. Wir verleugnen euch. Sehr wichtig. Was heißt das für Kafarna bikum? Das ist ein bewusstes Handeln. Und zwar all das, was ihr tut an Schirk. All die Götzen, die ihr anbetet, von denen sagen wir uns bewusstlos. Wir machen Kufr ihnen gegenüber, und zwar bewusst. Und meine lieben Geschwister, auch heute haben wir Götzen, welche die Menschen anbeten. Und ich als Muslim kann nichts anderes tun, als genau das, nämlich zu sagen, ich sage mich klar und deutlich und bewusst davon los und sage, ich mache Kufr gegenüber dem, was ihr glaubt. Und es gibt heutzutage viele Götzen. Diese ganze Gender-Thematik, die wir heutzutage haben. Diese ganze Gender-Thematik, die wir heutzutage haben. Ja? Vieles von dem ist eine Götze, welche regelrecht angebetet wird. Ja, ich meine, in Deutschland ist es sogar schon so weit, dass diese Thematik höher bewertet wird als die eigentliche Thematik, die in Deutschland als sozusagen Staatsräson angesehen wird. Nämlich, wenn es um den Antisemitismus geht. Mittlerweile ist es schlimmer, sich hierzu zu äußern, und zwar kritisch, als vielleicht über den Nahostkonflikt in einer kritischen Weise sich zu äußern. Das sind moderne Götzen. Und ich als Muslim muss hier eine klare Position haben. Ich kann nicht sagen, so, ja, ich nehme das einfach jetzt so an und ich wandle einfach mal damit und ja, das ist halt sozusagen, wir sind in einer modernen Zeit und wir müssen alles akzeptieren. Wir müssen gar nichts akzeptieren. Müssen wir nicht. Ich weiß, es ist nicht immer einfach. Man wird angefeindet, etc. Aber es ist so. Bestimmte Dinge widersprechen meinem Iman und sind nichts anderes als moderne Götzen. Kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al-adawatu wal baghda'u abada. Oh, knallharte Worte. Und zwischen uns und euch haben sich Feindschaft und Hass auf immer offenkundig gezeigt. Hatta tu'minu billahi wahda. Bis ihr an Allah allein glaubt. Klare Worte.
Aber die Situation ist auch klar gewesen. Und hier nochmal ganz wichtig, es bezieht sich nur auf eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen, welche nämlich Ibrahim a.s. bekämpft hat. Wir werden nämlich gleich sehen, dass das nicht allgemein ist. Und dass es viele Menschen gibt, mit denen ich ganz normal friedlich zusammenleben kann, obwohl sie vielleicht nicht an Allah glauben, wie ich an Allah glaube. Obwohl sie keine Muslime sind. Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben keine Feindschaft gegenüber Menschen, mit denen wir friedlich zusammenleben. Im Gegenteil. Wir werden gleich sehen, wie Allah Ta'ala von uns fordert, dass wir ihnen gegenüber gütig sein müssen. Und Allah verwendet ein Wort, was nur auf wen bezogen ist? Auf die Eltern. Birrul Walidain. Subhanallah. Güte gegenüber den Eltern. Und diese Güte, die müssen wir gegenüber den Menschen zeigen. Im Allgemeinen. Aber hier geht es um was? Um Menschen, welche uns bekämpfen in unserem Glauben. Welche uns versuchen, von unserem Glauben abzubringen und zu zwingen, etwas zu praktizieren oder an etwas zu glauben, was eindeutig unserer Aqide als Muslim widerspricht. Und deswegen sagt Ibrahim a.s. diese klaren Worte. Und dann sagt er, Illa qawla Ibrahim li-abihi la-astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allahi min shay. Dies außer das Wort Ibrahims zu seinem Vater. Ich werde ganz gewiss für dich um Vergebung bitten, doch vermag ich für dich vor Allah nichts auszurichten. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Ibrahim a.s. hier in diesem Punkt kein Vorbild ist, wie es die Gelehrten sagen. Als er nämlich zu seinem Vater gesagt hat, ich werde Istighfar für dich machen. Ich werde Istighfar für dich machen. Und wir wissen aus dem Koran, dass der Istighfar für jemanden, der als Nicht-Muslim gestorben ist, verboten ist. Heißt das, in einer Minute des Adhan, wir machen gleich eine Pause, inshallah, heißt das, dass ich nicht Mitleid haben kann mit anderen Menschen oder auch, wenn jemand stirbt aus meiner Familie, der als Nicht-Muslim gestorben ist, dass ich nicht das Beste für ihn wünschen kann? Das werden wir gleich, inshallah, heute alle besprechen. So, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, machen wir, inshallah, direkt weiter. Und zwar, wir sind angekommen bis zu den Worten Allah subhanahu wa ta'ala, Illa qawla Ibrahim li-abihi la-astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allahi min shay. Dies außer das Wort Ibrahim zu seinem Vater. Ich werde ganz gewiss für dich um Vergebung bitten, doch vermag ich für dich vor Allah gar nichts auszurichten. Das andere Wort Ibrahim a.s. Er hat wie seinem Vater versprochen, Istighfar zu machen. Er hat ihm aber gleichzeitig gesagt, das wird nichts ändern bei Allah. Und daraufhin, nachdem der Vater von Ibrahim a.s. gestorben ist, hat Allah Ta'ala Ibrahim a.s. verboten, für ihn Istighfar zu machen. Und das ist eine allgemeine Regel, die wir im Koran finden, dass wir kein Istighfar machen dürfen für jemanden, der als Nicht-Muslim gestorben ist. Heißt das, dass ich nicht mit ihm mitfühlen kann, dass ich kein Mitleid empfinden kann, etc.? Nein, das bedeutet das nicht. Es geht hier nur um was? Ganz klar um den Istighfar. Das ist das, was verboten ist. Aber sonst Mitleid empfinden, auch den Wunsch zu haben, dass es ihm gut ergeht, wie auch immer, das ist etwas Menschliches. Und deswegen, sehr, sehr interessant, in Surat Al-Ma'idah spricht ja Allah subhanahu wa ta'ala über Isa alayhi salam. Und dass Isa alayhi salam sich dann auch von dem lossagt, was über ihn behauptet wurde, dass er ein Gott sei, etc. Und dann sagt er etwas sehr Wichtiges. Und diese Ayah hat unser Prophet sallallahu alayhi wa sallam die ganze Nacht durchrezitiert. In tu'adhibahum fa innahum ibaduk. Wenn du sie bestrafst, so sind sie deine Diener. Wa in taghfir lahum, wem? Denjenigen, die behauptet haben, dass Jesus ein Gott sei. Wa in taghfir lahum, solltest du ihnen vergeben, fa innaka antal azizul hakim. So bist du wahrlich der Erhabene, der Mächtige, der Allweise. Was sagen die Gelehrten hier? Etwas sehr Interessantes. Und zwar, es ist diese innerliche Haltung. Allah kann im Übrigen vergeben, wen er möchte. Aber er sagt im Koran, dass er den Schirk nicht vergeben wird. Und deswegen dürfen wir kein Istighfar machen für jemanden, der Schirk begangen hat. Das ist die Regel, an die muss ich mich als Muslim halten. Aber diese innerliche Einstellung, sich in gewisser Weise das Gute zu wünschen für alle Menschen, unabhängig davon, das ist etwas Tiefmenschliches. Und das ist etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala an dieser Stelle nicht vergibt. Und deswegen wird es extra hervorgehoben. Und ich finde das sehr wichtig. Weil viele verstehen bestimmte Gebote falsch und denken, nur weil es verboten ist, Istighfar zu machen für jemanden, der als Nicht-Muslim gestorben ist, können sie jetzt auch gleichzeitig ihn verfluchen. Und fangen dann an, schlecht zu reden. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Diesen Respekt gegenüber einem Menschen grundsätzlich, muss ich immer haben. Mitleid empfinden, ist etwas
Natürlich ist unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was hat er empfunden, als sein Onkel gestorben ist? Trauer. Er ist als Muschrik gestorben, aber er hat Trauer empfunden, sodass das Jahr, in dem er gestorben ist, sogar als das Jahr der Trauer bezeichnet wurde. Diese menschlichen Aspekte sind unglaublich wichtig. Die dürfen wir niemals außer Acht lassen. Und jetzt ja, sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes, nachdem er jetzt über diesen Ausnahmefall gesprochen hat. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Unser Herr, auf dich verlassen wir uns und dir wenden wir uns euch zu. Mit anderen Worten, ja, auch wenn sich die Menschen von uns abwenden, ich stütze mich auf wen? Auf Allah. Subhanallah. Gerade in solchen Situationen, wo ich das Gefühl habe, alle haben sich gegen mich gewandt, wende ich mich Allah zu. Al-Ladina. Wie beginnt die Ayah? Al-Ladina qala lahumun nasu innan nasu qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanam wa qad was? Hasbuna Allah wa ni'mal wakeel. Diejenigen, zu denen die Menschen sagen, die Menschen haben sich gegen euch versammelt, so habt Angst vor ihnen, fürchtet sie. Dann sagen sie was? Hasbuna Allah. Das mehrt ihren Iman, sie sind allein auf sich selbst gestellt. Aber es mehrt ihren Iman, weil sie wissen, ah, sie halten am richtigen Weg fest. Und dann, qalu hasbunallah, und sie sagen, Allah reicht uns aus. Wa ni'mal wakil, und er ist der beste Vertreter. Rabbana alayka tawakkalna, oh unser Herr, auf dich verlassen wir uns. Wa ilayka anabna, und dir wenden wir uns reuig zu. Das heißt, wenn wir einen Fehler gemacht haben sollten, dann vergib uns diesen Fehler, ja Allah. Wa ilayka al-masir, und zu dir ist der Ausgang, wir werden am Ende alle vor dir stehen, ja Allah. Und jetzt kommt eine unglaubliche Ayah. Diese Ayah ist so wichtig, subhanallah. Rabbana, la taj'alna fitnatan lil-ladhina kafaru. Ein Dua, was entweder Ibrahim alayhi salam ausgesprochen hat oder wir als Gläubige aussprechen sollen. Also im Grunde genommen zitiert Allah Ibrahim und gleichzeitig fordert er uns auf, das ebenfalls auszusprechen als Gläubige. Rabbana la taj'alna fitnata lil-ladhina kafaru. Unser Herr, mache uns nicht zu einer Versuchung für diejenigen, die ungläubig sind. Was bedeutet das? Wie kann ich als Muslim zu einer Versuchung werden für diejenigen, die ungläubig sind? Die Gelehrten haben diese Ayah zweierlei interpretiert. Es gibt zwei Deutungen für diese Ayah. Die erste Deutung ist, dass die Ungläubigen und das Handeln der Ungläubigen und dass sie sich gegen uns wenden, uns besiegen, uns unterdrücken in unserem Glauben, zu einer Versuchung für uns Gläubige wird. Mit anderen Worten, dass ich als Gläubiger Muslim schwach werde. Und das sehen wir heutzutage, subhanallah. Es gibt viele Muslime, die diesem Druck nicht standhalten. Diese Hetze in den Medien, in der Schule, auf Arbeit. Ja, viele halten diesem Druck nicht stand. Viele Schwestern legen ihr Kopftuch ab aufgrund dieses Druckes. Viele Brüder hören auf, vielleicht sogar zu praktizieren. Und fangen dann an, sich anzupassen, zu assimilieren. Was dann am Ende sogar im Kufr enden kann, wie wir es bei einigen Geschwistern sehen. Das ist eine Fitna. Dieser Druck von außen kann eine Fitna sein. Eine starke Fitna. Und wir haben Surat Al-Kahf, die wir jeden Freitag lesen sollten. Und was ist die erste Geschichte? Die Geschichte der Jugendlichen, die in eine Höhle geflohen sind. Und unser Prophet Sausen will ja, dass wir diese Sure jeden Freitag lesen, damit wir uns vor was schützen? Vor der Fitne. Und eine gewaltige Form der Fitne ist der Druck von außen auf den Muslim. Es gibt viele Muslime, die gehen nach. Die werden schwach. Das ist eine Deutung. Was ist die andere Deutung? Die halte ich für sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Und zwar nicht, dass die Ungläubigen und das Handeln der Ungläubigen zu einer Versuchung für uns wird, sondern dass unser Handeln gegenüber den Ungläubigen zu einer Versuchung für sie wird. Hä? Wie geht das denn? Wie kann wir eine Fitne werden für die Ungläubigen? Wie geht das? Hat jemand für euch vielleicht eine Interpretation dafür? Wie könnte ein Beispiel aus unserem Alltag? Wie könnte unser Handeln zu einer Fitne für die Ungläubigen werden? Sind doch schon ungläubig. Die eine Idee. Ja. Zum Beispiel durch Provokation, wenn man eine Sache äußert, die nicht notwendig wäre, aber das gießt doch mal Öl ins Feuer.
Kommunikation, ich gieße Öl ins Feuer mit meinen Worten. Ja. Denkt mal nach, wie könnten wir als Muslime zu einer Fitne für die Ungläubigen werden, für die Nicht-Muslime? Naja, wenn wir uns halt falsch verhalten. Ja. Also, man sieht ja schon am Gesicht, dass wir halt Muslime sind. Genau. Und da, wenn ich mich falsch verhalte, dann werden die denken, ja, guck mal, diese Muslime. Absolut. Mein schlechtes Verhalten als Muslim kann zu einer Fitne für einen Nicht-Muslim werden. Dass er erst gar nicht sich mit dem Islam beschäftigt. Deswegen sagen die Gelehrten, sie machen Dua, dass sie nicht durch ihre Schwäche, die sie haben als Muslim, und dadurch, dass die Nichtgläubigen Oberhand gewinnen über die Gläubigen, dann sagen, na guck mal, hätten sie wirklich die Wahrheit, dann hätte Gott sie nicht was verlieren lassen. Und das wird zu einer Fitne. Subhanallah. Und das kann ich auf alles interpretieren. Wie viele Menschen heutzutage wollen mit dem Islam nichts zu tun haben, weil sie negative Erfahrungen mit Muslimen gemacht haben? Wie viele Menschen? Ja, wie viele Muslime sind vielleicht sogar vom Glauben abgefallen, weil sie negative Erfahrungen mit praktizierenden Muslimen hatten? Oder sagen, ich möchte mit dem Glauben nichts zu tun. Guck doch mal, ja, die Schwester hier, die Khimar trägt, der Bruder mit dem Bart, der hat mich betrogen und übers Ohr gehauen. Das ist der Islam, mit dem will ich nichts zu tun haben. Wie oft haben wir dieses Argument schon gehört? Mal ganz ehrlich, ich habe schon sehr oft gehört. Und ich bin mir sicher, jeder von euch hat dieses Argument schon mal von irgendjemandem gehört, der den Islam entweder nicht selbst praktiziert, ja, oder auch ein Nicht-Muslim ist. Das heißt, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, ob du es willst oder nicht, dein Verhalten, dein Handeln hat Auswirkungen auf die anderen Menschen. Ob du das bewusst machst, unbewusst machst, all das wirkt sich auf die Menschen aus. Und du kannst durch dein schlechtes Verhalten als Muslim zu einer Fitne werden für die Nicht-Muslime. Allahu Akbar. Was für eine Verantwortung, oder? Rabbana, la taj'alna fitnatan lil-ladhina kafar. Und dann, waghfir lana Rabbana, und vergib uns unser Herr. Innaka antal azizul hakim, du bist ja der Allmächtige und Allweise. Was für ein schönes Dua. Dieses Dua sollte als Monat mal, das muss man immer wieder aufsagen. Rabbana la taj'alna fitnatan lil-ladhina kafar. Weil du bezweckst damit Doppeltes. Einmal, dass du dich selbst schützt vor Fitne, dass du schwach wirst und gleichzeitig, dass du durch dein Verhalten nicht andere wegführst vom Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und jetzt kommt noch eine sehr, sehr schöne weitere Ayah hinzu. Subhanallah. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala zwei weitere Ayah noch zu diesem sozusagen Abschnitt. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. Ihr habt ein schönes Vorbild, nochmal eine Bestätigung, dass Ibrahim ein gutes Vorbild ist. Ja? Und zwar für einen jeden, der auf Allah und auf den jüngsten Tag hofft. Wer sich jedoch abkehrt, diesen Weg nicht befolgt, sich diese Menschen nicht zum Vorbild nimmt, so ist Allah der Unbedürftige und Lobenswürdige. Ganz wichtig. Wenn du diesen Weg der Propheten nicht gehst, schadest du dir selbst. Du schadest nicht Allah, du schadest nicht den Rechtschaffenen, du schadest nicht dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Du schadest du dir selbst. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ. Weder Himmel noch Erde haben über sie geweint. Wer bist du, als dass du jemandem schaden könntest? Allah ist unbedürftig dir gegenüber. Und er ist der Lobenswürdige. Er braucht dich nicht. Du brauchst aber Allah. Du brauchst diese Vorbilder und du brauchst diesen Weg. Und jetzt kommt diese schöne Ayah, mit der dieser Abschnitt noch einmal abgerundet wird. Und der uns aufzeigt, wie die Einstellung eines Muslims ist gegenüber anderen Menschen, selbst gegenüber Menschen, die einen im Glauben bekämpfen. Wir reden hier über Menschen, die dich bekämpfen im Glauben. Wir reden hier nicht über Menschen, die friedlich mit dir zusammenleben. Nein, über Menschen, die dich bekämpfen im Glauben. Und guck mal jetzt, wie Allah Ta'ala über diese Menschen spricht. Und wie eigentlich deine Einstellung sein sollte als Muslim. عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً. Vielleicht setzt Allah zwischen euch und denjenigen von ihnen, mit denen ihr verfeindet seid, Zuneigung. Subhanallah. Also mein Wunsch als Muslim ist was?
dass die Menschen Rechtfertigung finden. Selbst diejenigen, die mich bekämpfen, ich wünsche mir eigentlich Rechtfertigung für sie. Ich wünsche, dass eigentlich diese Feindseligkeit zwischen uns endet, indem sie nämlich Hidayah finden. Ich habe nichts gegen sie als Menschen, sondern ich bin einfach traurig über das, was sie tun und dass sie sich abwenden vom Wege Allahs. Manche Brüder und manche Schwestern, subhanallah, sie haben das nicht verinnerlicht. Und dann hörst du manchmal so Aussagen wie, möge Allah ihn rechtern oder vernichten. Möge Allah ihn rechtern oder vernichten. Was sind das für Aussagen? Hast du jemals einen Propheten gehört, der gesagt hat, möge Allah ihn rechtern oder vernichten? Subhanallah. Ja? Wir machen Dua, wir wünschen uns eigentlich Hidayah für die Menschen. Das ist das, was wir uns wünschen. Das ist die Einstellung. Asa Allah, vielleicht ja, setzt Allah zwischen euch und denjenigen von ihnen, mit denen ihr verfeindet seid, Zuneigung. Wallahu Qadir. Und Allah ist allmächtig. Allah hat Umar ibn Khattab recht geleitet, der den Propheten sallallahu alaihi wa sallam bekämpft hat. Hat ihm Hidayah gegeben. Allah Ta'ala, er hat Wahshi recht geleitet, der Hamza, den Onkel des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, aufgelauerte und ihn umgebracht hat. Sodass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als er dann Muslim wurde, ihm nicht mehr ins Gesicht schauen wollte und trotzdem am Ende hat er ihm vergeben. Allah Ta'ala, Qadir, er ist allmächtig. Du denkst so, dieser Mensch, ja, bis der Muslim wird, ja, das hat man auch damals über Umar ibn Khattab gesagt, ja, bevor Umar ibn Khattab Muslim wird, wird der Esel von seinem Vater Muslim. Bevor Umar Muslim wird, wird der Esel von seinem Vater, von Al-Khattab Muslim. Es gibt Menschen heutzutage, die denkst du so, der wird niemals Muslim. Mustahil. Und dann, subhanallah, gibt dir Allah Ta'ala ihm Hidayah. Kennt diesen einen Typen aus Holland, der ein Buch schreiben wollte gegen den Islam, subhanallah. Richtiger Islamhetzer, richtig, also vom Feinsten. Und Allah gibt ihm Hidayah, subhanallah. Du weißt es nicht. Und dann jemand, der Da'wah macht, weiß ich nicht was, und dann zu einem Islamfeind wird, der gegen die Muslime hetzt. Wie dieses Beispiel, was ich vorhin genannt habe, mit diesem einem Typen, der vorher Muslim war und dann plötzlich jetzt anfängt, die ganze Zeit gegen Muslime zu hetzen. Wallahu Qadir, Wallahu Ghafur Rahim, und Allah ist allvergebend und barmherzig. Das heißt, wenn jemand auch Schlechtes getan hat vorher, sogar gegen den Islam gekämpft hat, wie Wahshi, wie Umar ibn Khattab und andere, Allah vergibt ihn, subhanallah. Und jetzt kommen zwei Ayat. Ich möchte diese beiden Ayat auf jeden Fall heute noch erwähnen, damit wir diesen Abschnitt abschließen, inshallah ta'ala. Jetzt kommen zwei Ayat, die so wichtig sind. Die das ganze Thema in einer Art und Weise erklären, dass eigentlich jeder, der verstehen möchte, es verstehen wird. Egal ob Muslim oder nicht Muslim. Und zwar sagt Allah ta'ala, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah verbietet euch nicht gegenüber denjenigen, die nicht gegen euch der Religion wegen gekämpft und euch nicht aus euren Wohnstätten vertrieben haben, gütig zu sein und sie gerecht zu behandeln. Gewiss, Allah liebt die Gerechten. Warum ist diese Ayah herabgekommen? Es wird überliefert von Imam Ahmed und anderen, von Abdullah ibn Zubayr, dass Qatila bint Abd al-Uzza, eine Frau, ihre Tochter Esma bint Abi Bakr, also die Tochter von Awak, ja, besuchen wollte. Und sie kam dann nach Medina. Und das war in der Zeit, ja, wo es dieses Friedensabkommen gab. Und sie kam mit Geschenken zu ihrer Tochter, hatte ein bisschen, weiß ich nicht, hier, ja, Sachen dabei gehabt. Und sie war aber Muschrike gewesen, war noch keine Muslime. Und Esma lehnte aber ab, sie zu empfangen, weil sie dachte, das sei verboten. Und sie lehnte auch ab, dass sie sich besucht und sie lehnte auch ihre Geschenke ab. Und dann schickte sie zu Aisha, radiallahu anha, ihrer Schwester, und sagte ihr, frag mal bitte den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, wie ich damit umgehen soll. Woraufhin Allah Ta'ala diese Ayah herabgesandt hat. Diese klare und deutliche Ayah. Ebenfalls wird von Al-Hasan und Abu Sabah, das sind Mufassirun, das sind Koran-Exegeten, überliefert. نزلت الآية في خزاعة وبني الحرث ابن كعب وكنانة ومزينة وقبائل من العرب. Diese Ayah ist herabgekommen in Bezug auf einige arabische Stämme. Ganze Stämme, nicht nur einzelne Personen, ganze Stämme. كانوا صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه. Sie haben ein ganz klares Abkommen mit dem Propheten gehabt, sallallahu alaihi wasallam, dass sie gegen ihn nicht kämpfen werden.
und gegen ihn auch nicht hetzen werden. Und dementsprechend, Allah hat diese Ehe herabgesandt, um zu sagen, mit diesen Menschen könnt ihr ganz normal verkehren. Und nicht nur das, ihr sollt gütig ihnen gegenüber sein. Birr, birr, leysal birru, antuwallu wujub. Allah benutzt birr für was? Für Frömmigkeit, für Rechtschaffenheit, also für alles Gute, was du dir vorstellen kannst, ja, ist in dem Wort birr drin. Birrul walidain, die Güte gegenüber den Eltern. Allahu Akbar, die höchste Stufe von Güte überhaupt. Und Allah sagt, antabarruhum, ihr sollt ihnen gegenüber gütig sein. Das ist das, was wir tun sollen. Hier steht nichts von, ihr sollt sie hassen. Hier steht nichts von, ihr sollt sie verfluchen. Hier steht nichts davon, ihr sollt sie innerlich hassen, auch wenn ihr sozusagen sie anlächelt, wie es dann immer wieder behauptet wird. Ja? So einige Islamgegner, die stimmen eins zu eins überein mit diesen IS-Anhängern. Eins zu eins, die sind gleich, subhanallah. Sie haben die gleichen Argumente. Sie sagen, egal was du ihnen sagst, ja, nein, nein, ihr hasst uns. Ja, ich hasse dich nicht. Wie kommst du auf, dass ich dich hasse? Doch, doch, ihr hasst uns. Der Koran sagt es. Ey. Willst du mir jetzt den Koran erklären? Willst du mir jetzt den Koran erklären? Willst du jetzt 2 Milliarden Muslimen auf der Welt, die kein Problem haben mit Nicht-Muslimen, ja, erklären, was der Koran ist? Warst du schon mal in einem islamischen Land und hast gesehen, wie gastfreundliche Menschen sind auch gegenüber Nicht-Muslimen und dass sie überhaupt keinen Unterschied machen? Was ist mit all den Kirchen und Synagogen, die es in der islamischen Welt gibt? Ist alles irgendwie hingespinst? Der Muslime haben sich das ausgedacht oder später dann irgendwann mal aufgebaut, damit der Westen mit ihnen zufrieden ist? Das ist die Realität. Der Koran, er ist klar und deutlich. Der Koran, er ist nicht eine Botschaft, die komplett an der Realität vorbeigeht. Eine Botschaft, wo, mir fehlt gerade das richtige Wort, liegt mir auf der Zunge, eine idealistische Botschaft, die man nicht umsetzen kann. Wie, wenn dich jemand auf die Linke schlägt, dann gib ihm auch die Rechte. Nein, der Islam ist realistisch. Er sagt ganz klar, es gibt Menschen, mit denen wir kein Problem haben. Und es gibt Menschen, mit denen haben wir ein Problem. Punkt. Ehrlich und offen. Der Kommunismus wurde immer behauptet, der Kommunismus sei die Ideologie, welche die Menschen halt retten würde. Aber was hat der Kommunismus gemacht? Ja? Stalin und was nach Stalin kam und die ganze Unterdrückung und über 60 Millionen Tote, ja, durch diesen Terror. Ja? Was hat das bitte schön mit der, das ist eine idealistische Ideologie, die man nie umsetzen konnte. Heute sieht man, Kommunismus kann man nicht umsetzen, geht nicht, funktioniert nicht, hat nie funktioniert. Der Islam wurde umgesetzt, weil er realistisch ist. Und jetzt zeigt Allah Ta'ala auf, wer sind die Menschen, mit denen ich nichts zu tun haben darf. Wo jetzt was gilt, Wala und Bara, ganz klar, von denen muss ich Schluss sagen. Keine Loyalität ihnen gegenüber. Aber mit der Hoffnung, dass Allah sie irgendwann mal recht leitet. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. Klar und deutlich definiert. Jeder weiß das Bescheid. Er verbietet euch nur diejenigen, die gegen euch der Religion wegen gekämpft und euch aus euren Wohnstätten vertrieben und zu eurer Vertreibung Beistand geleistet haben, zur Schutz herzunehmen. Was willst du mehr? Geht es deutlicher? Geht es deutlicher? Es geht nicht deutlicher. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Diejenigen, die sie zur Schutz hernehmen, das sind die Ungerechten. Punkt. Ja Allah, es ist so klar deutlich. Warum diskutieren die Muslime überhaupt über solche Themen, wenn es so klar im Koran festgelegt wird? So ehrlich, so offen. Das ist unsere Religion. Alhamdulillah, wir können stolz sein, dass wir so einen klaren Glauben haben. Der uns so klare Maßstäbe an die Hand gibt, sodass jeder Muslim, der sich mit dieser Thematik beschäftigt, sofort Bescheid weiß, wie er sich zu verhalten hat. Und wir können ganz offen sagen, alle Menschen auf dieser Welt, in dieser Stadt, in unserer Nachbarschaft, der Islam ist Alhamdulillah eine Botschaft der Liebe. Ganz klar. Birr und Gerechtigkeit. Güte und Gerechtigkeit. Was wollen die Menschen mehr? Und ja, trotzdem glaube ich, der Islam ist die einzig wahre Religion. Und trotzdem glaube ich, dass es der Weg, der zum Paradies führt. Aber trotzdem, und obwohl ich das alles glaube, befiehlt Allah mir, gerecht zu sein und darüber hinaus sogar gütig zu sein gegenüber jedem Menschen. Das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala uns beigebracht hat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nächste Woche, insha'Allah ta'ala, beschäftigen wir uns dann mit dem letzten Teil des Surah, weil es nochmal ein eigener Abschnitt, wo es dann um den eigentlichen Namen der Surah geht, nämlich die geprüfte Frau. Die geprüfte Frau. Das werden wir dann nächste Woche besprechen. Subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay.